Ich glaube, Anti singt gerade. So, bleibt die Kamera an oder aus? Nee, ich glaube, ich mache sie mal aus, weil ich glaube, da kommt erstmal was. Nach dem Ladebildschirm. Erfolgreich hat Aden nicht nur seinen Einfluss auf das Imperium, sondern auch die Dunkelheit über Eos ausgeweitet. Verblasst sich die Erinnerung eines selbstlosen Mannes, der Menschen retten wollte, indem er sich selbst opfert. Verstoßen vom Kristall, dem Thron verwehrt und ins Exil verbannt, hat Aden mehr als 2000 Jahre in Einsamkeit verbracht. Mal gespannt, ne? Ich krieg grad schon leicht Gänsehaut, muss ich sagen. Ey, das wird in Final Fantasy 7 so ein Segen sein. Da sind die Ladesequenzen einfach zack durch. Bin mega gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. So, ich mache jetzt mal die Kamera aus. Bis gleich. Wenn der Ladebildschirm fertig ist. Der ist doch schon voll, Alter. Was lädt er noch jetzt? Einst segneten die Götter einen Mann mit besonderen Kräften. Er wurde von den Menschen als Erlöser gefeiert. Sie nannten ihn Aden Lucis Kylum. Als der Erstgeborene hätte er der erste König von Lucis werden sollen. Hi, Mitty. Ich bin echt gespannt. Mein Gott. Also Mitty, du bist ja neu bei mir. Die Kamera geht immer an, sobald die Cutscenes beendet sind. Zum nächsten Thema. Polizeiberichten zufolge wurde heute Morgen ein Gardist vom Grenzposten Insomnia vermisst gemeldet. Die Suche nach dem Vermissten, dem 28-jährigen Marza Pientia, blieb bisher erfolglos. Zuletzt wurde er beim gemeinsamen Dienstantritt von seinen Kollegen gesichtet. Doch schon kurz darauf bemerkten diese sein Verschwinden und begannen die Suche nach ihm. Der Grenzgardist Marza Pientia ist von großer Statur, weist jedoch sonst keinerlei besondere Erkennungsmerkmale auf. Vermutlich trägt er noch immer seine Uniform. Die Polizei bittet um Hinweise und Mithilfe aus der Bevölkerung. Und nun zu einer freudigen Durchsage. Heute feiern wir den Gründungstag unseres Königreichs. Wir laden Sie alle herzlich zur Parade und der Sonderausstellung auf der Hauptstraße zu Ehren von Somnus Lucis Kylum, dem ersten König von Lucis, ein. Wir versichern Ihnen, es wird ein Ereignis für die ganze Familie. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen feiern zu können. Musst du da nicht hin? Zum Schluss das Wetter. Du bist doch Gardist, oder nicht? Der Himmel über Insomnia ist wolkenlos. Ah ja. Das Wetter hält vermutlich den ganzen Tag. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Kommt es in den Abendstunden bis in die Nacht zu beeinflussten Regen. Das waren die Nachrichten. Also erst einmal, wie geil ist das denn, dass man in Lucis rumlaufen, also in Insomnia rumlaufen darf? Das ist also die Stadt, die Somnus gegründet hat. Und für dieses Königreich war er sogar bereit, mich zu töten. Innerhalb der Stadtmauern feiern die Leute und draußen tobt der Krieg. Alter, wie cool. Für die Dauer der Festlichkeiten für den Verkehr gesperrt. Während der Parade
Straße gilt für Autos Fahrverbot. Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anfahrt. Solange es euch gut geht, ist euch der Rest der Welt egal, was? Schützt der Wall euch vor der Gefahr? Oder hält er euch in einer Illusion gefangen? Ihr Narren! Wie Ratten in einem Hamsterrad. Eine Statue. Des Gründerkönigs Somnus? Das soll Somnus sein? Niemals. Ich bin so hyped, ich raste bald aus, ey. Die Leibgarde des Königs. Unglaublich! Was für eine seltene Gelegenheit, sie zu sehen! Tolle Uniform! Ich will auch mal zur Leibgarde! Das ist also die Residenz des Königs. Einfach Ifrit. Ardin ist der böseste Bösewicht in Final Fantasy. Also in 15. Also Ardin ist der Endboss quasi in der Hauptgeschichte. Und den spielen wir jetzt. Einem jeden wurde ein Schicksal auferlegt. Niemand kann sich ihm entziehen. Ey, ich mache jetzt nochmal kurz die Kamera an. An einem heiteren Tag im Jahr 734 feierten die Bürger Insomnias ausgelassen das Jubiläum der Gründung ihres Königreichs. Geschützt vom magischen Wall war Furcht. Ja, der Bildschirm war jetzt viel zu schnell, Mann. Kapitel 1. Dunkles Erwachen. Ja, cool. Wenn wir einmal lesen, Alter. Und dann geht es so schnell weg. Ardin. Wirklich? Das hast du dir doch ausgedacht. Hab ich nicht. Irren ist wohl wirklich menschlich. Stimmt. Du wirkst ein wenig erschöpft. Geht es dir gut? Keine Sorge. Mit den Kräften, die mir die Götter geschenkt haben, möchte ich so viele Menschen wie möglich retten. Ich muss den Willen der Götter erfüllen. Sicher verfolgen sie dein Tun mit Wohlwollen. Glaube an dich, Ardin. Keine Angst, denn ich werde immer zu dir stehen. Aber zunächst brauchst du zwei Dinge, um zu Kräften zu kommen. Das erste ist Ruhe. Und das zweite? Das bin ich. So gespannt, ey, zu erfahren, wieso er so ist, wie er ist. Er ist am Leben.
Wie es in den Schriften stand. Er spricht. Tragt ihn raus. Starterbericht. Alles in Ordnung hier. Verstanden. Transport des Subjekts hat begonnen. Die Quarantänestation ist bereit für die Aufnahme. Damals waren das ja noch richtige Soldaten. Wie sieht es bei euch aus? Auch alles okay. Es gibt keinerlei... Phoenix-Klefe. Zurück ins Verlies mit ihm, egal wie! Die Kreatur muss auf dieser Insel bleiben! Ich kann nichts machen, ich bin zu schwach. Aufhören! Aufhören! Ich hab gesagt, aufhören! Todeskampf. Fallen Adins LP auf 0, wechselt er vorübergehend in den Zustand Todeskampf. Seine Angriffskraft ist dann erhöht, erlittener Schaden lässt jedoch seine LP-Maximum sinken. Game Over verhindern. Wenn deine LP-Maximum im Todeskampfzustand auf 0 fällt, endet das Spiel in einem Game Over. Lauf weg, um Schaden zu vermeiden, oder greife Gegner an, um nicht gefangen genommen zu werden. Boah, da kann die One-Hitten. Der arme Jesus. Angreifen. Waffen beschwören. Okay. Nun sind die Waffenangriffe nicht ganz so stark. Diese Königsklefe, Alter. Ihr nervt mich. Oh, Punkte gibt's auch noch dafür. Er gietet sie einfach. Ausweichen und Schatten gleiten. Boah, wie cool ist das denn? Alter. Mir ist halt echt so, ne? Er wollte einfach nur seine Ruhe haben. Wie viele kommen denn noch? Oh, jetzt kommt ein Samurai. Finalattacke. Nach einer Angriffsreihe mit 5 erfolgreichen Treffern kannst du eine Finalattacke ausführen. Damit versetzt du deine Gegner in einen Sichtumszustand. Menschen, die in diesem Zustand kann Adin durch Mutationsangriffe in sicher verwandeln. Oho. Jetzt oder was? Na dann. Laden.
alle Menschen so sicher gemacht. Ausgezeichnet. Welch fabelhafte Demonstration. Ja, krass. Im Jahre 721 leitete Verstel Besitia den Einsatz auf die Mikage-Insel, um das dunkle Geheimnis von Lucis Adagium aus der Gefangenschaft zu befreien. Fasziniert von der Macht des unsterblichen Wesens, brachte er es in eine Forschungsanstalt im Territorium Niflheims. Kapitel 2: Wahre Illusionen. Era. Somnos. Vergib mir, mein Bruder. Ein Königreich braucht nur einen König. Era. Adin? Direktor Besitia möchte Sie sprechen. Bye bye, Nagori. Ich hab Angst hier wieder. Tagebuch. Nichts als unnütze Bücher. Vielleicht sollte ich gehen. Es ist krass, hier rumlaufen zu können, ohne dass man von solchen Leuten angegriffen wird. Sie engt mich so ein. Keine Bugs durch Aufsammeln von Sachen. Oh, hoffentlich. Öder Ausblick. Merkt schon, er hat richtig Bock da zu sein. Ah, nehmt bitte Platz. Keinen Hunger? Habt ihr euch schon eingelegt? Nein. Nun, ihr habt viele Jahre im Schlaf verbracht. Das Erwachen wird dauern. Lasst uns ein wenig reden beim Essen. Was haben die Tests an mir gebracht? Erkenntnisse? Die Ergebnisse unterscheiden sich drastisch von meinen Sicherforschungen. In der Tat, das dunkle Geheimnis von Lucis. Ihr seid der erste Mensch mit den Kräften von Sichern. Ihr fasziniert mich. Euer Körper ist von Parasiten erfüllt, doch ihr schöpft Kraft aus ihnen.
Und ihr wandelt die Zellen nicht nur in Energie um, nein. Ihr könnt sogar andere Lebewesen zu sichern machen. Ihr seid... ein Monster. Nein, eine übermenschliche Existenz. Ich hoffe weiterhin auf gute Kooperation. Wie viel Zeit ist vergangen? Wie lange bin ich schon hier? 204 Tage. Also knapp 7 Monate. Zuvor hatte Lucis euch ganze 2000 Jahre alleine auf dieser Insel gefangen gehalten. Kein Wunder, dass ihr dadurch euer Zeitgefühl verloren habt. Ihr müsst Lucis für diese Grausamkeit verabscheuen. Ich muss gar nichts. Interessant. Was ist das für Essen? Das Fleisch ist von geklonten Tieren. Geklont? Ein simples Verfahren. Nach einer Vermehrung von Stammzellen wird der Empfängerzellkern entfernt und ein neuer Organismus... Das reicht. Ich glaube, ich will es gar nicht genauer wissen. Sag mir lieber, was du vorhast. Warum sollte ich dir helfen? Ihr glaubt, dass ihr zum Instrument der Götter erwählt worden wart. Doch ihr seid mehr. Ja, ihr seid eine Art Gott. Und die Kraft eines Gottes kann ich gut gebrauchen. Mit einem Überwesen wie euch im Spiel könnte der Krieg mit Lucis endlich besiegelt werden. Ich bin mir sicher, dass das Ende von Lucis auch in eurem Sinne ist. Nein, das ist Vergangenheit. Auch wenn euer Bruder bereits gestorben ist, ist seine Linie noch nicht erloschen. Ich glaube nicht, dass ihr keine Rache wollt. Und was geht dich das an? Folgt mir. Ja, mal sofort. Lass mich das einsammeln. Also bisher finde ich das sehr interessant. Hier könnt ihr meine Erfolge sehen. Zumindest einen Teil von ihnen. Ich beneide euch wirklich sehr. Um den Kern der Welt verstehen zu können, reicht ein Menschenleben einfach nicht aus. Seht euch in aller Ruhe um. Wow. Machen wir das mal. Was ist das? Die Karte. Das ist also unsere Welt. Wut des Planeten. Das Planeten Eos wird von Wissenschaftlern auf rund 4,5 Milliarden Jahre geschätzt. Wow, man sieht sogar, wo die Götter geboren wurden, oder was? Alten Legenden zufolge zeigten sich die göttlichen Astrale der Menschheit zum ersten Mal vor Beginn der Hochzeit der Solheim-Kultur. Die bislang ältesten Fossilien menschlichen Ursprungs wurden in der Region Pitztala gefunden. Das ist ja richtig interessant. Ifrin gibt der Menschheit das Feuer. Archäologischen Funden zufolge wurde das Feuer vor dem Aufstieg der Solheim-Kultur in Sukarpe entdeckt. Den Legenden zufolge war es der Feuergott Ifrit, der das Wissen des Feuers überbrachte und von den Menschen zum König gekrönt wurde. Die hochtechnologisierte Zivilisation Solheims hatte ihren Mittelpunkt in den Regionen Daska und Klein. Allerdings ist weder über ihren Ursprung noch über ihren Untergang viel bekannt. Details werden weiterhin erforscht. Die Regionen Daska und Klein werden heute durch eine riesige Schlucht, das Telpa-Tal, voneinander getrennt. Es wird angenommen, dass der Astralkrieg genau dort seinen Ausbruch fand. Ifrit wollte die Menschheit vollständig verbrennen, doch die übrigen Götter stellten sich ihm entgegen. Solheim wurde in diesem Kampf der Götter ausgelöscht. Jetzt kommen hier noch die einzelnen Götter. Ifrit unterlag im Astralkrieg. Überlieferungen zufolge legten die anderen Götter ihn am Ravatoga zur Ruhe. Nach dem Astralkrieg fiel die Eisgöttin Shiva in tiefen Schlaf. Sie legte sich in der Gorobas-Schlucht in der Region Volupe nieder. Ob und
und wo der Schwertgott Bahamut nach dem Astralkrieg in Schlaf verfiel, ist nicht bekannt. Nach dem Astralkrieg fiel der Riese Titan in tiefen Schlaf. Er legte sich auf der Kautesplatte in der Region Daska zur Ruhe. Nach dem Astralkrieg fiel der Donnergott Ramu in tiefen Schlaf. Er legte sich in der Foshō-Höhle in der Region Daska nieder. Nach dem Astralkrieg fiel die Wassergöttin Leviathan in tiefen Schlaf. Sie ließ sich am Meeresboden unter der Stadt des Wassers Altissia nieder. Also, ganz wichtig, was wir jetzt erfahren haben, alle sind in tiefem Schlaf verfallen. Vor rund 2000 Jahren bekam Somnus Lucis Caelum als Oberhaupt seiner Familie den Kristall und den Ring der Lucis von den Göttern ausgehändigt. Er gründete dann das Königreich Lucis. Eine damals umhergehende unheilbare Seuche weitete sich immer weiter aus und ließ sich mehrere Jahrhunderte lang nicht eindämmen. Heute, im Jahr 722, ist Mors Lucis Caelum der 112. König des Königreichs Lucis. Als nächstes in der Thronfolge steht Mors Lucis Caelums einziger Sohn Regis. Er wird der 113. König des Landes. Okay. Die Mikage-Insel ist eine kleine, unbewohnte Insel vor dem Galdinkai. In Lucis ist sie als heiliger Boden bekannt. In alten Schriften steht geschrieben, dass auf der Insel ein nichtmenschliches Wesen, Adagium, eingeschlossen ist. Diese Behauptungen lassen sich jedoch nicht belegen. Kurz nach der Gründung des Königreichs Lucis gründeten die Fleurés, die Linie der Kanagi, das Königreich Tenebrae. Im Jahr 359 annektierte Niflheim das Königreich Tenebrae. Die Bevölkerung verehrte die Kanagi jedoch weiterhin unverändert. Der Familie Fleury wurde es unter anderem gestattet, auch weiterhin im Fenestaler Palast wohnen zu bleiben. Die enge Bindung zwischen den Häusern Fleury und Lucis ist ein wichtiger Faktor, der für strategische Züge ausgenutzt werden kann. Das Protektorat Accordo ist ein Bund autonomer Städte und dient als wirtschaftliches Handelszentrum. Im Jahr 606 siegte die imperiale Armee über die alliierten Streitkräfte des Lucisch-Akkordischen Bündnisses. Seither unterliegt Accordo Niflheimer Kontrolle. Aufgrund der Unterschiede in Kultur sowie der in der Bevölkerung tief verwurzelten Verehrung der Wassergöttin gewährte Niflheim Accordo die Selbstverwaltung durch die bisherige Regierung. Da gibt's ja noch einiges. Jahrhunderte nach der Gründung von Lucis entstand in Weltham eine Bewegung zur Erforschung Solheims, angeführt vom Hause Aldercapt. Die Familie gewann an politischem Einfluss und errichtete schließlich das Imperium Niflheim. Die Regierung nutzte die Magitech-Technologie Solheims für militärische Zwecke. Dadurch gelang im Jahr 359 die Eroberung Tenebres, gefolgt von der Eroberung Accordos im Jahr 606. Heute im Jahr 722 fördert der derzeitige Kaiser Idolas Aldercapt die Entwicklung neuer Waffen durch die Erforschung von Magitech und Siechern. Zu nennenswerten Relikten der verlorenen Zivilisation Solheims zählen insbesondere die Ruinen von Stalif und Pythios. Auch im Trümmerhain, dem Wald um den Küstenmarktturm, sind zahlreiche Überreste aus der Vorzeit zu finden. All diese Objekte werden momentan aktiv von der imperialen Armee erforscht. Im Jahre 501 stieß eine Expedition der imperialen Armee in Ulvat auf eine unbekannte Lebensform, die fortan den Siechern zugeordnet wurde. Ah, wir sind fertig. Das war jetzt sehr viel Informationsinput. Oh, da ist noch mehr. In der Mitte sind anscheinend 4 lucische Krieger. Über ihnen sind die alten Könige von Lucis und gewähren ihnen Schutz. Der erste König von Lucis war Somnus Lucis Caelum. Aber dass er einen Bruder hatte, es heißt, dass der erwählte König des Lichts die Welt von der Finsternis befreien wird. Wenn das wirklich wahr ist, dann verspricht sich Lucis danach mit Sicherheit die Weltherrschaft. Wir können uns nicht auf Legenden verlassen. Wir vertrauen auf Technologie, um die Welt im Gleichgewicht halten zu können. Die Figur ganz oben soll vermutlich die Kanagi darstellen. Das Haus der Fleurés ist eines der ältesten der Welt. Ihm entsprang die erste Kanagi, Era Miros Fleuré. Die Kanagi besitzt die Gabe, mit den Göttern zu reden. Auf diesem Bild erscheint sie als Göttin, die das Licht bringt. Die Frage ist, ob sie uns freundlich gesinnt ist oder ob wir sie bezwingen müssen. Links und rechts sind die Astrale abgebildet.
Siegfried, der für den Astralkrieg verantwortlich gemacht wird, ist nicht abgebildet. Nach meinen Erfolgen in der Siecherforschung könnte ich endlich das große Rätsel, was die Kraft der Götter ausmacht, entschlüsseln. Es bleibt nur eins. Wir müssen die beiden Elemente kombinieren. Wenn die furchterregenden Monster, die hier abgebildet sind, Siecher darstellen sollen, dann ist es vorstellbar, dass Siecher das Ende der Welt herbeibringen könnten. Allerdings nicht, wenn wir uns ihre Kräfte selbst zunutze machen. Die Götter und die Könige von Luzis friedlich vereint im Kampf gegen das Böse. Das sind wirklich richtig, richtig viele Informationen, Alter. Oh, da kann ich speichern, das machen wir. Nachdem, was beim letzten Mal passiert ist, werden wir sowas von speichern. Selbst Aden braucht mal eine Pause. Sein Gehirn explodiert bald. So. Was ist das? Das erste Mal, dass Siecher als neue Lebensform registriert wurden, liegt nun etwa 200 Jahre zurück. In alten Schriften finden diese Kreaturen jedoch schon vor 2000 Jahren Erwähnung. Sie galten als Überträger einer unheilbaren Krankheit. Siecher sind die Wirte parasitärer Lebensformen, die auf Lebewesen übergehen und bei diesen Mutationen hervorrufen können. Sie geben zudem antisolare Partikel ab. Die Verbreitung dieser Partikel ist als Astralplage bekannt. Diese Gipsreplika wurde aus dem Abguss eines Abdrucks erstellt, der im Schlick von einem echten Siecher hinterlassen wurde. Da sich Siecher nach dem Sterben in antisolare Partikel auflösen, wird davon ausgegangen, dass dieses Exemplar bei Austrocknen des Schlicks noch am Leben war. Nicht selten vergraben sich Siecher, die generell sehr lichtempfindlich sind, im Boden, um der grellen Sonne zu entkommen. Was sind das für komische Geräusche, Alter? Ach so, Käfige. Schauen wir noch zuerst das. Adagium. Ein Name, den der erste König von Luzis vor 2000 Jahren einem Wesen gab, ehe er es verbannte. Der Inbegriff übermenschlicher Kräfte. Ein Wesen, das nicht umgebracht werden konnte. Der König von Luzis fürchtete es so sehr, dass er versuchte, es für immer wegzusperren. Er brachte es zur Mikage-Insel, dem Ort, der Menschen mit Göttern verbindet. Ich fühle mich vom Universum gesegnet, denn mir ist es gelungen, Adagium, das 2000 Jahre gehütete Geheimnis von Luzis, zu befreien. Nachdem Blitz und Rogen unzähligen den Zutritt verwehrten, öffneten sie mir an jenem Tag einen Weg zur Insel. Ich habe viel über Adagium zu lernen, doch schon als ich ihn im Kampf auf der Mikage-Insel beobachtet habe, wusste ich, dass er eine Kraft besitzt, die all meine Vorstellungen überstieg. Ich bin wahrlich vom Universum gesegnet. Ah, wirklich wundervoll. Selbst in gut erhaltenen Schriften gab es nur wenige Verweise auf eure Existenz. Ich war mir bis zuletzt nicht sicher, dass ihr Realität seid. Dank euch mache ich gute Fortschritte mit meinen Forschungen. Bitte, hier entlang. Was ist jetzt erstmal? Boah, hier war nämlich noch was. Oh. Siecher sind höchst lichtempfindlich. Das ist der Grund dafür, warum sie entweder nur nachts oder in Höhlen aktiv sind. Doch Adagium ist anders. Obwohl er ein Siecher ist, ist es ihm möglich, tagsüber zu agieren. Ich vermute zwar, dass sein Körper genau wie andere Siecher Schaden durch das Sonnenlicht nimmt, doch seine regenerativen Fähigkeiten sind so beeindruckend, dass er es erträgt. Dieses Licht, es ähnelt dem Licht der Sonne. Ich muss meine Haut möglichst bedeckt halten. Das erklärt auch, wieso er sich so kleidet dann. Ah, interessant. Unsere Welt, aus der Sicht eines Gottes betrachtet, das ist eine Karte unseres Landes. Obwohl ein Teil davon nicht zu Niflheimer Territorium gehört. Noch nicht. Seht euch ruhig um. Hey, doch schon. Ich möchte euch etwas zeigen. Folgt mir bitte. Wir haben am Rabatoga einen interessanten Fund gemacht. Wenn mein Experiment erfolgreich ist, dann erhaltet ihr womöglich Antworten auf eure offenen Fragen.
Hier entlang. Habe ich denn offene Fragen? Was ist das? Der Feuergott Ifrit. Oh. Du hast einen Gott hierher gebracht. Er schlief tief und fest, wie es in den Legenden stand, konserviert in festem Eis. Könnt ihr ihn zum Siecher machen? Ifrit zum Siecher? Wäre er ein Siecher, könnten wir ihn uns unterwerfen und an ungeahntes Wissen gelangen. An die 2000 Jahre alten Erinnerungen eines Gottes, an Geheimnisse, die die Götter nie mit der Menschheit teilen würden. Ihr habt doch Fragen, oder etwa nicht? Dieses Experiment ist der erste Schritt, Ifrit wiederzubeleben. Du leidest unter Größenwahn. Ich glaube, ihr unterschätzt mich und meine Fähigkeiten. Vertraut mir ruhig. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich möchte euch meine Forschungserfolge zeigen. Hier entlang. Früher lag genau an diesem Ort Solheim. Die Zivilisation im goldenen Zeitalter der Technik. Hätte sich das Volk nicht gegen seinen Gott aufgelehnt, würde es wohl noch immer den Wohlstand genießen. Und du willst sie nachahmen? Ich will sie übertreffen. Und zwar mit Hilfe der übermenschlichen Kräfte, die ihr mir leihen werdet. Siecher und Magitek. Diese beiden Elemente werden uns den Weg in die Zukunft weisen. Es gibt keinen Zurück mehr, dann rein da. Verdammte Luciana! Kunmi-Trupp, Adagium gesichtet! Eröffnet Nimbus Feuer! Trupp, Verstärkung! Keine Durchsagen mehr bis Kampfende. Seid ihr hier, um mich zu töten? Wenn es noch möglich ist. Na, willst du mich töten? Kämpfen, Mann. Und voll langsam. Wenn du schon nicht sterben kannst, dann schlafe ich nicht weiter. Gott, ich bin fast tot. Wow. Diese Kerle! Ja! Zur Seite! Ja! Es ist deine Schuld, dass die Arme da sterben und das ist. Ja, hat einen jämmerlichen Gerechten. Wow, zwei auf einmal, Alter. Du dummer Lokal, du kannst niemanden. Jo, mach das. Dann weiter, Leute, ein Warenmacher.
Alter, einfach Ifrit. Ist er erwacht? Wenn dich die Nähe alles zerstört! Holla, die Waldfee. Spektralschatten. Dein Spektralschattenbalken ist voll. Du kannst jetzt Spektralschatten einsetzen und so deine Gegner enormen Schaden zufügen. Ui. Und wie setze ich diese... So. Boah, krass, Alter. Zum König erwählt worden. Aden. Aden. Die Götter zum König erwählt hatten. Aber ich wusste doch nicht, dass er dich töten würde. Samnus hat alle belogen, um selbst König zu werden. Für seine Lüge musstest du sterben. Nein, hör mir zu! Ich habe deine Zukunft zerstört. Es ist meine Schuld. Darum musste ich für meinen Fehler büßen. Dich griff keine Schuld. Ifrit, antworte mir. Wieso habt ihr uns dieses Schicksal? Hera! Nein, nein, Hera! Erfülle deine Bestimmung! Bestrafe mich für meine Sünde! Tu es! Hera! Töte mich! Los, Aden, töte sie! Erlöse das Monster von seinem Todeskampf, so wie ich es einst tat! Kann ich nicht. Meine Bestimmung ist es, Leben zu retten. Du machst sicher aus Menschen. Du rettest niemanden. Bitte, Aden. Lebe weiter. Wie könnte... Nicht einmal so eine leichte Aufgabe bringst du zu Ende. Was ein Wichser. Voll in den Hals.
Was zum Fick? Und wieder konntest du sie nicht retten. Wie auch. Ein Monster wie du tötet Menschen, statt sie zu beschützen. Zerstören, was du erschaffen hast. Ihr Götter, ich habe nicht vor, euch noch länger um eure Vergebung anzuflehen. Ich weiß jetzt, welchen Weg ich gehen muss. Einen Weg, gesäumt von Blut und Finsternis. Ist mein Schicksal. Es ist mein Schicksal, ewig zu leben. Holy shit. Wahre Illusionen. Niflheim machte drastische Fortschritte in der Sicherforschung und begann mit der Produktion der Magitek-Infanterie. Der Erfolg wurde vor allem Ardin Isunia zugeschrieben, woraufhin dieser zum Kanzler des Imperiums ernannt wurde. Nach mehr als 100 Jahren Krieg kippte das Gleichgewicht zwischen den beiden Ländern zugunsten Niflheims. Lucis blieb keine andere Wahl, als den magischen Wald zu verkleinern. Kurz darauf verstarb König Mors. Sein junger Sohn Regis übernahm daraufhin das Amt des Königs. Ardin Isunia verwandelte unaufhörlich mehr Menschen in Sicher und nahm ihre Erinnerungen in sich auf. So sammelte er Informationen über Lucis. Doch die unzähligen Erinnerungen anderer Menschen hinterließen ihre Spuren. Ardin Isunia war auf einmal ein völlig anderer Mensch. Die Jahre vergingen, bis eines Tages die Stunde der Rache für ihn kam. Holy shit, Alter. Aus Ifrits Erinnerung erfuhr Ardin, dass er ursprünglich zum König auserwählt worden war. Doch nun, verraten von seinem eigenen Bruder, allein in einer Welt ohne seine geliebte Verlobte, die sich für ihn geopfert hatte, war Ardins Herz nur noch Hass und Reue übrig. Ardin blieb nur ein Weg gesäumt von Blut und Finsternis. Ist so spannend, ey. Und weil man halt so vieles erfährt einfach. So viel. Also nicht so ein bisschen, so richtig viel. So, wenn ich wüsste, wenn danach jetzt Spiel oder Cutscene kommt, dann würde ich ja die Kamera einschalten. Ich habe keinen Bock, jetzt mal an- und auszudrücken. Kapitel 3. Die Rache des Erlösers. Könnt ihr mich sehen? Tut mir leid, euch waren Festlichkeiten zu stören. Liebe Bürger von Lucis, heute an diesem feierlichen Tag wird euer Königreich untergehen. Bedankt euch bei eurem Gründer. Denn das Königreich eines falschen Königs darf nicht bestehen. Wer ist das? Das wissen wir nicht. Ihr Anhänger eines unfähigen Nichtsnutzes. Es ist an der Zeit, in Panik auszubrechen. Verstehe.
In jedem Fall ein Feind von Lucis. Ich gehe. Einen Feind dulde ich hier nicht. Wie jung Register einfach ist. Also, dann fangen wir an. Hui. An alle Einheiten, hier spricht der Kommandant. Alarmstufe rot. Halten Sie das Protokoll ein, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Oh, jetzt brauche ich keine 5 Treffer mehr. Alter, wie der abgeht. Ich denke, ihr sollt mich festlegen. Klarus hier. Wurde die Kreatur identifiziert? Noch nicht. Aber es muss um ein Siecher handeln. Ein Siecher? Unmöglich zu dieser Tageszeit. Kümmert euch um die Evakuierung der Zivilisten. Die Leibgarde wird das hier übernehmen. Verstanden? Alter, es macht so Spaß. Der Feind bewegt sich weiter. Stellung halten. Die Leibgarde ist unterwegs. Verstärkung ist unterwegs. Haltet ihn auf! Was ist? Muffensaun. Ja! 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 Ey, wie man den kämpft, mit ihm kämpft, das ist schon richtig cool, ey. Wähle ein Kommando aus. Okay. Tiefenskommandos. Okay. So werden immer die Gegner, die ganz weit weg sind, anvisiert. Das macht ja gar keinen Sinn. Ist das alles, was du uns schickst? Oh oh. Schon klar. Ich werde dich nicht enttäuschen. Mal sehen. Wo sind jetzt diese Verstärker? Die Wahlverstärkung und Kontrolle der Areale. Insomnia wird von einem magischen Wall geschützt. Um diesen Wall aufrechtzuerhalten, befinden sich in jedem Areal Verstärker. Ihre Position kannst du auf dieser Karte überprüfen. Das sind aber ein paar. Okay, also hier hinten ist einer. Ich habe Positionen markiert, an denen du Verstärker für den magischen Ball finden kannst. Sie befinden sich auf den Dächern der Stadt. Begib dich zu den Markern und zerstöre dann die Geräte vollständig. Sehr gern. Ich verlasse mich darauf, dass ihr ebenfalls bereit für euren Einsatz seid. Okay, dann was Schattensätze um Warpunkte? Ah ja. Ui. So. Sterbe ich jetzt? Nee, nice. Alter, das ist so cool, wie er sich bewegt, Mann. Magitank. Kamera. Oh, Bossfight. Wurde gebaut mit dem Königin von Lucis und uns Vector beschützt. Ihr dürft keine Besitzer verführen. Das ist etwas königlicher Aufgebot.
Angebot? Lässt mich. Ah, den ist so krass, ey. Scheiße. Oha, da gibt es ja richtig viele Sammelobjekte noch. Was ist das? Hutladen. Hausautomat. Königsgarde. Königsgardisten. Verstärker zerstört. Noch können wir keine Auswirkungen feststellen. Mach einfach weiter und zerstör den nächsten. Ja, ich kann mich auch noch leveln. Ach so. Okay. Einer der Verstärker für den magischen Wald. Er wurde zerstört. Der Verstärker für den Wald? Ein anderes Siedler als? Keinerlei Sichtung von Niflheimer Soldaten. Weder drinnen noch draußen. Der Eindringling muss vom Imperium geschickt worden sein. Haltet ihn sofort auf. Jawohl. Schon krass. Okay, da oben ist das nächste. Das andere da unten. Das schaue ich mir gleich mal an. Achso, das kann ich gar nicht einsetzen. Wozu kann ich das ausrüsten? Gott. Fast down. Schon wieder. Ich denke, ihr sollt mich festnehmen. Oh nein. Aus meinem Weg!
Ja, ich bleib bei diesem Kack hängen. So. Ich habe eine Waffe in meinem Knie drin. Ich war mal Abenteurer, jetzt nicht mehr. Dieser Ort wird durch den Pakt mit den Königen von Luzis von uns Wächtern geschützt. Wir dürfen keine Missentäter bieten. Ach so, das ist die Fähigkeit. Ja, ich liebe die Kamera. Ich sehe wieder gar nichts. Wie lange versteckt sich der jetzt noch? Oh oh. Ey, nee, jetzt macht er das schon wieder. Wirklich ziemlich anstrengend, wenn man überlegt, dass man das alles machen muss. Noch 5 Stück. Eieiei, dann machen wir als nächstes das da, oder? Ihr bei mir läuft alles hervorragend. Wir halten uns bereit für unseren Einsatz. Immer weiter so. Mehrere Verstärker sind bereits zerstört worden. Er hat also wirklich den Ball im Visier. Ich schicke meine Männer zu den Verstärkern. Jawohl! Aber gut, dass man sich auch so bewegen kann. Auch wenn es mega viel Energie kostet. Oh, hallo. Oh, bam. Yeah.
Oh Gott, das sind jetzt mehrere. Gott, ey, das kann ja lustig werden. Echt schwierig, ey. Ja, mal irgendwie von 300 Angriffen gleichzeitig erwischt wird. Kurz vorm Sterben. Hey, was mache ich jetzt? Ich sehe gar nichts. Ja. Hä? Ich kann ja nicht mal weg. Ich konnte ja nicht mal weg, Alter. Was ist das denn? Ey, das ist doch behindert. Ja, ja, Game Over. Oh Mann, ihr sollt den ganzen Kampf nochmal machen. Also nichts für ungut, ne? Aber wie cool auch immer dieses Addon ist, das ist doch behindert, wenn ich jetzt 500 Mal gegen so Viecher kämpfen muss. Hm, jetzt darf ich auch noch diese scheiß Energiedinger kaputt machen. Ich meine, ich kann mich ja nicht mal heilen. Ja, über springen kann man es nicht. Dieser Ort wird von den Wachen mit den Königen von Mythos, der uns Wächtern beschützt. Wir tun weiter mit dem Wächtern. Jetzt bleibe ich auch noch hängen. Schau mal, ich bin, mach gar nichts, Alter. Jetzt bin ich wieder quasi tot, weil ich nicht wegkomme. Ich komme nicht weg! Meine Fresse, Alter. Ach doch, ich habe jetzt auf einmal doch Tränke. Ja, toll. Aus meinem Weg! Ja, ich sehe halt nichts. Schau mal, ich komme da nicht weg. Ich werde halt sterben, weil ich nicht wegkomme. Das ist so eine das ist so ein Scheißtrick. Also der Modus ist bei den Wächtern kompletter Trash. Ja, schon kapiert. Ja, aber es ist doch auch lächerlich, dass man ständig hängen bleibt. Und man nichts mehr machen kann dann. Ey, jetzt darf ich den Scheiß auch nochmal machen. So, jetzt aber. Dieser Ort wird von den Wachen mit den Königen von Mythos, der uns Wächtern beschützt.
Ständig. Ja, ich kann man nicht einfach aufgeben, wenn man in dem Ding ist. Ich bin halt erst super langsam und ich bin halt direkt tot. Ja, schau, ja. Komm. Passt schon. Wie lange muss ich denn in diesem Modus ausharren? Bis meine MP voll sind? Ja, tatsächlich. Boah. Alter, wie krass Ifrit auf einmal abgeht, Mann. Hätte ich das mal vorher gewusst. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Das ist jetzt der richtige Wächter. Ich weiß jetzt, wie das ganz gut geht. Alles klar. Yay, noch 4 Stück. Die meisten sind kaputt. Wie sieht es aus? Ziemlich gut. Möglicherweise lässt der Wall sich jetzt schon durch einen Angriff von außen zerstören. Wir beginnen mit der Offensive. Oh, ich muss doch nicht alle machen. Aber erst habe ich noch etwas zu erledigen. Ich gehe mal eben. Das gehört nicht zum Plan. Ist doch egal. Lass mir halt meinen Spaß. Aber wir... Ihr macht einfach, was ihr machen wolltet. Haltet für mich das Militär beschäftigt, okay? Und nun wollen wir mal sehen, wie lange Somnus Erde durchgeht. Oha. Nicht gut. Der Feind hat mit der Zerstörung der Verstärker begonnen. Wer ist er? Das wissen wir nicht. Doch er ist stark, sehr stark. Und Ifrit folgt seinem Befehl. Majestät, haltet euch bereit. Da ist er! Njip! Ha! Ja! Njip! Ha! Also steckt doch das Imperium dahinter. Kampfformation einnehmen. Eine Niederlage ist keine Option. Ausrüsten sofort. Ziele haben. Ich denke, ihr sollt mich festnehmen. So krass einfach. Zeig uns deine Macht.
komm. Wie immer alles zerstört wird, ey. Komm näher, damit ich dich zerstören kann. Geht schon richtig ab, ey. Ich bin so konzentriert gerade, deswegen rede ich so wenig. Ja, einfach unendlich. Ist das alles, was das luzische Erd zu bieten hat? Ja. Hier drüben! Ja. Oh. Das ist schmerzhaft. Oh oh. Gut, dass ich jetzt das mit Ifrit weiß, sonst wäre das ganz schön hart. Ich habe eine Kleinigkeit zu erledigen. Die Stürme haben sie tatsächlich. Das Tor ist zu. So ein riesiges Häuschen hast du dir gebaut. Also meiner Erfahrung nach gilt, je kleiner der Herrscher, desto größer das Schloss. Jetzt... Ich werde den König freundlich bitten, mir meinen kleinen Bruder herbeizuholen. Was hast du hier zu suchen? Ah, du musst also der neue König sein. Aber du bist keine meiner Wachen. Was willst du? Dich näher kennenlernen. Diese Waffen? Aber wie? Als König von Luzis dürftest du die Antwort selbst kennen. Oh, du bist Adagium. So. Zeit, die Linie der Luzis zu beenden. Krasse Sache. Hier drüben. Darf man tatsächlich gegen Regis kämpfen? Ja, hart. Ich verbanne dich auf immer und ewig. In deinen Armen. Du bist mir wenigstens ein bisschen Spaß schenken. Muss eigentlich Ifrit. Das ist sein Leben, aber er ist nicht da. Die Musik ist so laut, man hört die gar nicht reden, ey. Komplett abgefahren. Obwohl ich die Musik leiser gestellt habe als die Audio von den Gesprächen. Jetzt holen wir Ifrit. Was ist los? Ist das etwa alles, was mir der derzeitige König von Luzis gebieten hat? Und was ist das? Kraft eines Königs. Ja. Genug jetzt!
Alter. Wie die beide sich kaum Schaden machen. Scheiße. Aber warte, ich kann noch. Kann ich einen Äther benutzen? Ich glaube, so tötet er mich sonst. Ja, das geht. Oh, Gott sei Dank. Scheiße. Ich hab keinen Äther mehr, perfekt. Aber er ist am Boden. Gewonnen! Was ist? Es ist noch nicht vorbei. Du hast doch schließlich nach den Alten. Aber woher? Im alten Wall ruhen die Seelen der Könige von Lucis. Würdest du sie bitte für mich rufen? Komm schon, stell dich bitte nicht so an. Ich möchte nämlich reden. Und zwar mit dem ersten König von Lucis. Wo bleibst du, Somnus? Wenn du noch lange brauchst, ist der hier Vergangenheit. Oh, oh. Ist er tot? Alter. Ah, Mist. Ich habe es wohl übertrieben. Als ob Regis tot ist. Gesehen, mein Bruder. Du steckst hinter all meinem Leid. Du hast mich aus der Geschichte gelöscht. Unmöglich. Wieder eingesperrt. Eine Kreatur der Finsternis konnte nicht König werden. Du musst wieder ins Dunkel zurück. Schon ziemlich cool. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Du bist tatsächlich nicht mehr als ein Monster. Über diesen Witz kann ich nicht lachen. Wenn einer von uns ein Monster ist, dann bist du's.
Das ist aus! Zu. Ich war von Neid auf dich erfüllt, Bruder. Die Götter hatten dich ausgelegt. Die Menschen, die du gerettet hast, beteten dich an. Aha. Hab ich's doch gewusst. Viel zu langsam. Ich hab irgendeinen Erfolg gerade freigeschaltet. Hey, das ist Feuergott. Keine Ahnung, was man dafür machen muss. Und ich hatte keinen. Ich sehnte mich nach Anerkennung. Darum. Darum nahmst du mir alles weg? Du nahmst mir meine Zukunft! Habe ich denn noch irgendwas? Ne, gar nichts. Komm schon, LP. MP. Ich hab's fast. Komm. Das nur, um die Zukunft der Menschen von Luzis zu schützen. Um die Welt zu retten, war dir also jedes Opfer recht? Ja, ganz recht. Weil es unser Schicksal war, noch immer schütze ich die Welt vor der Dunkelheit. Ah, verstehe. Dann bist du jetzt an meiner Stelle zum Moralapostel der Götter geworden. Ich weiß, dass du mir nie vergeben wirst. Ich habe etwas Unverzeihliches getan. Was? Du bist an Selbstgefälligkeit nicht zu übertreffen. Du widerst mich an. Bitte. Finde endlich ewigen Frieden. Ich kann nicht mehr.
Alter, einfach vom Bahamut aufgehalten worden. Ich bin der Schwertgott Bahamut. Ich lasse nicht zu, dass meinen König tötest. Warum stellst du dich mir in den Weg? Es ist nicht Teil deines Schicksals, den König zu töten. Dein Schicksal ist es, die Finsternis über die Welt auszubreiten. Was? Eines Tages wird der wahre König des Lichts geboren werden. Er wird zum Symbol der Hoffnung für die Menschen werden und die Finsternis für immer vertreiben. Doch dafür bedarf es eines Opfers. Der wahre König des Lichts? Von was für einem Opfer sprichst du? Wenn der erwählte König des Lichts erwacht und die Kraft seiner Ahnen und des Kristalls in sich vereint hat, wird er dich von deinem schweren und einsamen Schicksal erlösen. Wenn dies geschieht, wird die Liebe der Lichts für immer ausgelöscht. Und auch du wirst deine Rache bekommen haben. Ist das Schicksal von Licht und Schatten. Also war ich nie der Erlöser, sondern habe nur das Dunkel in mir vereint? Ich existiere also nur, um vom erwählten König des Lichts vernichtet zu werden? Sag mir, habt ihr Götter euch dieses Schicksal ausgedacht? Die Antwort spielt keine Rolle. Zu sterben, würdest du dein Dasein alleine in Dunkelheit fristen, wenn du dich diesem Schicksal widersetzt, in alle Ewigkeit. Bist du bereit, die Einsamkeit zu ertragen? Ja, so von der Story her, ja, anscheinend ergeben. Von mir aus. Ich verbreite Dunkelheit und werde vom Erwählten vernichtet. Wenn ich dadurch die Linie der Lucis auslöschen kann. Solange ich meine Rache bekomme, füge ich mich. Ein jeder Mensch hat sein Schicksal zu erfüllen. So war es schon immer und so wird es immer sein. Vollbringe das Schicksal, das mir zuteil wurde. Wusstet ihr beiden etwa davon? Wusstet ihr, dass ich geopfert werden sollte? Era, warum antwortest du nicht? Antworte mir, Somnus! Antworte mir! Ist schon krass. Kommt einfach Square Enix Logo. War das ein Fehler? Ne, wahrscheinlich nicht. Bin ich überhaupt noch am Leben? Oder bin ich bereits tot? Es ist egal. Ich füge mich nicht. Könige, Götter.
Erwählter des Lichts. Ich werde leben. Finsternis verbreiten, den Erwählten führen und töten. Und dann werde ich die Welt und alle Hoffnung in meiner Finsternis ertränken. Krass. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon groß reden kann. Jetzt kommt Musik. Anti singt wieder. Alles gut. Also, mein Fazit, weil jetzt ist es ja wirklich Ende im Gelände. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Außer Nebenmissionen, aber die sind jetzt, ja, die müssen nicht unbedingt sein. Ja. Also, es tut mir echt leid, ne? Ich finde Prompto an sich ist ein super Charakter, aber Episode Prompto war halt von allen vier Add-ons das Schwächste. Das hat mich überhaupt nicht gepackt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand zwar so, ich finde es schon traurig, was er so erzählt hat, so und alles, aber letzten Endes haben wir alles, um was es letzten Endes ging, haben wir in der Hauptstory erfahren. Und das Einzige, was uns das Add-on gegeben hat, ist noch ein kleiner Einblick mehr, der uns aber nicht wirklich irgendwie groß was an mehr Informationen gebracht hat. Deswegen finde ich, ist Promptos Episode am schwächsten. Bei Gladio hingegen hatten wir ja dann zumindest die Information, hey, warum hat er die Narbe? Jetzt wissen wir, warum er die Narbe hat. Wir haben noch was Neues gekriegt und das ist ziemlich cool gewesen. Denn Ignis, finde ich meiner Meinung nach, war die beste Episode, weil man bei dem einfach gesehen hat, was für ein, also wie krass er sich, wie krass aufopfernd er einfach ist, um alle zu retten, die er lieb hat. Und was er halt alles tut. Sich selber opfern, sich selber hingeben dem Schicksal, Hauptsache seine Freunde überleben. Und vor allem haben wir auch erfahren, wieso er blind ist, weil das hat man in der Story zum Beispiel nicht erfahren, wie jetzt bei Prompto zum Beispiel. Allgemein, dass es auch zwei verschiedene Ausgänge hatte, fand ich richtig gut. Also, ganz kurz. Ich persönlich fand die Geschichte von Ignis, die Episode Ignis, am besten. Aber um fair zu sein, muss ich sagen, dass Episode Ardin uns am meisten gegeben hat, weil wir halt einfach alles über ihn erfahren haben, wieso er so ist, wie er ist. Und allein deswegen würde ich sagen, ist Ardin auf Platz 1. Episode Ignis ist auf Platz 2, dann kommt Gladiolus und dann kommt Prompto, leider, am Schlusslicht. Meine persönliche Meinung ist natürlich, Ignis ist auf der 1, dann kommt Ardin, dann Gladiolo und dann Prompto, aber einfach, weil ich Respekt davor habe, dass man so extrem viel Content gekriegt hat bei Ardin. Also, extrem viel ist natürlich wieder Ansichtssache, ne? Also, wenn man mal überlegt, was die Addons so, die Episoden so alles gegeben hat, dann war das von Ardin schon echt viel eigentlich. Weil ich hätte ja theoretisch noch in der Stadt rumlaufen können und so, was ich ja nicht gemacht habe. Ja, also ich fand Ardin wirklich sehr gut. Leider gibt es die anderen
Add-ons nicht, die damals angekündigt wurden. Die wurden leider gecancelt. Schade. Ich kann ja eigentlich meine Kamera wieder anmachen. So. Ja. Das war's dann. Mit Final Fantasy 15. Fertig. Aber am emotionalsten war immer noch das von Ignis. Oh. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Runter vom Thron, Hofnarr. Da sitzt der König. Fortsetzung in Kapitel 14 von Final Fantasy 15. Yes. Also, das Hauptspiel haben wir natürlich schon fertig. Wer das sehen möchte, Part 9 ist das Ende. Auf meinem YouTube-Kanal. So, Endergebnis. Und nochmal ein schönes Bild und noch eine Errungenschaft. Ein Ende des Albtraums. 1 Stunde 28. Das ging eigentlich ganz schnell. Gesamtpunktzahl cool, Rang C. Boah, ich weiß gar nicht, war ich bei Prompto auch so schlecht? Also, da habe ich jetzt das schlechteste Ergebnis gekriegt. Ja, krass. Neue Einträge wurden nämlich Archiv freigeschaltet. Neue Hutläden wurden frei. Raksha, der Finsternis, wurde für Nutzung im Hauptspiel freigeschaltet. Oh, cool. Das Assemble A, die neue Kleidung für Noctis, wurde für... Oh, Extrakampf. Okay. Aladdin fühlt sich vom Schicksal verraten. Sein Hass auf den Kristall und die Linie Luzes wuchsen und so weiter. Oh, das ist ein schönes Bild. Ein schönes Intro-Bild. Ja, damit sind wir am Ende.